So, nächste Truhe nur 200 Meter entfernt. Ich finde, das geht heute relativ flix. Ich meine, ja, ich werde jetzt wieder 3-4 Folgen durch die Wildnis gerannt sein, aber komm. Besser, ich weiß, dass ich die Pläne habe, als dass ich mir dann denke, das nicht und so. Verstehst du, wie ich meine? Es könnte sein, dass mir irgendwas Wichtiges entgeht, was ich noch unbedingt haben will. Ich weiß es nur jetzt noch nicht, dass ich es haben will. Deswegen... Ohohohoho. Genau wegen sowas renne ich hier die ganze Zeit durch die Gegend. Zufällig ein Fort entdeckt. Finde ich gut. Komm ich da zufällig ran? Okay, mal sehen. Da hinten die Bäume, die scheinen ganz gut zum Übersetzen zu sein. Also werde ich mal von außen versuchen, da ranzukommen. Also jetzt ernsthaft? Wollte doch sagen. Hier, guck dir das mal an. Wie gut man hier reinkommt. Das ist ein Traum. Okay, Frage. Wo ist das Pulverzeug? Da unten ist auf jeden Fall der Typ. Warte mal kurz. Haben wir noch Gift dabei? Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn eigentlich vergiften, aber so viel dazu. So, dann lass mich doch wenigstens mal meine Knarre wieder auswählen. Hallo? Danke. Hallo? Oh, ich soll vielleicht mal ein Schwert ziehen. Okay, haben wir's? Oh, das war aber nicht gemein, nicht nett von dir. Gemein ist sowieso alles, was du tust. Euer Commander ist down, ja? Ich möchte das nur mal anmerken, Kumpels. Du weißt gar nicht, wie du mir auf den Senkel gegangen bist, Kumpel. Na, perfekt. Fragt sich nur, wo ist die Flagge? Entdecke ich einfach so ein Fort. Finde ich gut. Genau deswegen rennen wir hier gerade durch die Wildnis. So. So, die Flagge ist wo? Die ist genau da. Sieht jetzt nicht so problematisch aus, wenn ich das mal anmerken darf. Alter? Irgendwas war hier gerade ziemlich... Alter. So, okay, dann sammeln wir uns doch mal bitte alle direkt neben der Flagge. Bin mir sicher, dass das... Okay. Dann halt so. Ringkampf. Perfekt. Jetzt du... Dann du. Jetzt du.
Er ist außerhalb des Ringes. Down. So, jetzt aber meins. Das war jetzt nicht so schnell wie eben. Gebe ich zu. Also war dennoch cool. Wie gerade der Abtransport durch diesen blöden Lieferkarren da durchbrochen wird. Super. Ah, check mal eure Cutscenes, Ubisoft. Man legt dann so eine Pfade einfach nicht vor so ein Fort, wo man weiß, da kann sowas passieren. Aber egal, habe ich mal wieder was zum Vorzeigen. Der bringt sich noch um. Ah ja, klar. Natürlich! Neue Belohnung im Herrenhaus freigeschaltet. Das hier kann ich natürlich wieder nicht einfach so, ne? Das muss ich wieder... Für die 750 Dollar, die da drin sind... Entschuldigung, 7500. Muss ich hier wieder drehen wie ein Weltmeister. Own. Okay. 7500. Bla, das war's. Nächste Kiste hier im Gebiet ist, ja, erstmal da direkt zum Klunker hoch. Dazu müsste ich erstmal hier rauskommen, ist wohl mein Problem. Ja, das war schon mal ein X. Finde ich auch. Wenn du ein Tier bist, solltest du deines Lebens lieb sein, dann lass es. Wenn du deines Lebens allerdings müde bist, dann greif mich ruhig an. Du Pandamann, du. Na komm jetzt hier, aber... Das ist interessant. Ich habe in der Spalte zum Hochklettern gerechnet und finde eine Höhle, die mich hoffentlich zum Klunker führt. Bin mir nicht sicher, ob ich dem Ding jetzt näher komme oder davon weg. Ich renne davon weg, was irgendwie nicht so ganz mein Absichtsbild ist, aber okay. Dann weiß ich wenigstens, dass er nicht in der Höhle ist. So viel dazu. So, Truhe ist da. So, 5 Hinkelklunker haben wir noch. Wie viel sind denn hier noch? 1, 2, 3, 4, 5. Dann holen wir die doch gleich noch. Dann haben wir alle. Ich weiß zwar gerade nicht, was ich damit anfangen will, aber wir haben dann alle. Und wenn wir alle Briefe haben, vielleicht bringt uns das ja irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Aber ich glaube, es hatte irgendwas mit Seerouten zu tun, da ich hier nicht auf dem Schiff fahre, weil... Schiff fahren in Assassin's Creed 3. Ich will mir nicht wieder die Laune verderben, weißt du? So. Irgendwie so ein Zeug habe ich bekommen. Interessant. Cool. Kann ich ja mal gucken danach, so ein bisschen, was die Story macht, ne? Ich muss ja eh nochmal zurück in die Siedlung und gucken, ob es da mittlerweile irgendwie neue Gegebenheiten gibt, aber ich zweifle daran. Beziehungsweise wollte ich, ich glaube, ich wollte das letztes Mal machen, wollte aber vorher nochmal kurz irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was ich beim letzten Mal machen wollte. Ich weiß nur, das Spiel hat sich selbst beendet und da ich sowieso gerade Sherlock gucken wollte, dachte ich mir, ja, dann halt Ende der Aufnahme. Und ich muss sagen, besser ist, dass das Spiel abstürzt, als dass die Aufnahme abbricht, weil... Ersteres kriegt die Aufnahme mit und letzteres, naja, nicht so. Erwähnt ihr schon mal, ein Glück, dass es nicht schneit? Okay, das sieht gleich ganz schön gruselig aus. Du wirst jetzt nicht wieder am Boden verschwinden, oder?
natürlich verschwindest du im Boden. Okay. Dies hier ist, Minengebiet, nehme ich an. Wo ist denn der Eingang zur Mine, Leute? Ah, zu gütig, zu gütig. Ich erinnere mich teilweise noch an diese Dinger. Manche von denen waren echt so scheiß verbuddelt, dass du dir dachtest, Alter, wo? Okay, während er noch ein paar Mal die Wand hochgeht, vor Freude. So, dann nehme ich hier den. Oder, nee, ich renne von hier aus, hier hoch, führe da meine Jamhorst-Gespräche, dann von hier aus einmal runter die Kurve nach Hause. Das ist doch mal ein Plan. Sobald ich hier rauskomme. Da kann mich der Pirat nämlich mal in Ruhe lassen. Dann wären wir selber einer. Na, ein Glück ist mittlerweile das ganze Grenzland offen. Stell dir mal vor, ich würde hier immer noch gegen Wände rennen. Boah. Das ist immer so ein Ding. Deswegen mache ich das meistens in der Mitte des Spiels, irgendwo, wenn da mal alles freigeschaltet ist. Ich habe so ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Könnt ihr eigentlich zu meinem Stamm schnell reisen? Stimmt, ne? Dann mache ich das doch mal, weil ich habe gerade keinen Bock auf die ganze Bergwand. Außerdem sehen wir mal wieder diese schönen Ladescreen. Mit den digitalen Fußspuren. Na, das sind eher so polygonale. Wenn ich fertig bin. Ich würde gerne mal, dass diese dumme Sprechblase verschwindet. Na, dann halt nicht. Wenn das so eine Sisyphus-Arbeit ist, dann brauche ich die auch nicht machen. So, hast du noch irgendwas Spirituelles beizutragen? Ja, Schäuer. Richtig. Sache, wir heben uns für die ruhigen Tage in Ellen auf. Auf keinen Fall werde ich mich aufhalten lassen. Denn ich habe hier noch 5 Klunker zu sammeln. Stimmt das eigentlich? Was rede ich hier? 1, 2, 3, 4. 4 Klunker.